Willkommen zum Jahreswechsel. Der Spruch der Zigeuner für den Steinbock. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. Du, was dich deckt, was dich schreckt, was dich treibt, was dir bleibt, was dir die Zukunft bringt und was dich zu Boden zwängt. Für den Steinbock. Zum Jahreswechsel. Was sich deckt. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. Was dich schreckt. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. Was dich treibt. Für den Steinbock, bitte. Was dich treibt. Okay. Was dir bleibt. Was dir bleibt für den Steinbock zum Jahreswechsel. Aha. Das ist doch eine ganze Menge. Was dir die Zukunft bringt. Und was dich zu Boden zwingt. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. Okay. Einmal abklären. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. Du. Der Spruch der Zigeuner. Was sich deckt, Einflüsse von außen oder das, was du nach außen ausstrahlst, okay. Was dich schreckt, dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein. Was dich treibt, deine Motivation, die Aktivität. Was treibt dich voran, Steinbock? Okay. Was bleibt dir? Der Fußboden. Was bleibt dir, Steinbock? Was bringt die Zukunft? Zum Jahreswechsel für den Steinbock, der Spruch der Zigeuner. Okay. Und was dich zu Boden zwingt. Für den Steinbock zum Jahreswechsel. So, unter den beiden Kartendecks, oh, die sollte damit hin. Da hatten wir den Hund. Loyalität, Treue, Vertrauen, Freundschaften. Und da hatten wir keinen Unterdeck. So, du. Das ist deine aktuelle Energie. Was haben wir denn da? Für den Steinbock. Da wird was rund. Rund ist ja auch ein Kreislauf. Etwas, was sich wiederholt. Da haben wir viel Luftenergie. Wassermann und Waage. Also. Das ist, der Wassermann ist ja jemand, der, es kann auch auf eine Seelenpartnerschaft hindeuten mit der Elf, also der Wassermann ist ja jemand, der, ja, andere Wege geht, unkonventionelle Wege. Und dann haben wir die Waage, also die steht ja für Ausgleich, Balance, kann auch für eine Entscheidung stehen, Justitia auch. Oder auch etwas in Balance bringen, was in Ungleichgewicht ist. Was haben wir da noch bekommen? Donnerstag. Setz dich ein und folge deiner Energie. Also die 4, das Fundament, die Stabilität. Hier haben wir die 5, also die 9. Ne? Also kurz vorm Abschluss. Ein Fundament.
Das heißt Bauchgefühl. Was haben wir da noch? Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. Das heißt, was du siehst, das erntest du. Wie du dich gibst, so kommt das zurück. Das ist das Gesetz der Resonanz. So, genieß die Zeit mit der 6. Mit der 6, also es kann ein Datum sein. 6. Januar vielleicht. Das wäre dann ja ein Donnerstag. Ja, guck mal, den hatten wir hier ja auch. Der 6. Januar ist ein Donnerstag. Setz dich ein, folge deiner Energie und genieß die Zeit. Also Donnerstag, der 6. Januar. Da haben wir die weibliche Energie, das Fundament und den Frieden, die Familie, die Harmonie. Also ist auch für jetzt, das ist ja deine Jetzt-Energie, der Winter. So, das Fundament, das Haus, das friedliche Fundament. Okay. Was sich deckt, das heißt, das, was von außen auf dich zukommt oder was du nach außen ausstrahlst, da haben wir eine männliche Energie. Es können Kinder sein. Es können deine Kinder sein, weil wir die Störche und das Kind haben. Und das Labyrinth. Es kann natürlich aber auch darauf hindeuten, dass ein neuer Mann in dein Leben kommt, der jünger ist als du. Das ist aber, wie gesagt, so ein Labyrinth. Das ist so ein Hin und Her. Da haben wir den Kreislauf. Der kommt vielleicht immer wieder mal. Also es kann auch auf einen Besuch hindeuten. Es kann auch sein, dass dein Sohn dich immer wieder mal besucht. Aber es kann auch sein, dass, wie gesagt, eine jüngere männliche Energie auf dich zukommt. Oder es ist ein Baby unterwegs. Vielleicht wärst du ja Oma oder Opa. Es könnte auch sein. Das ist ja das, was von außen auf dich zukommt. Was schreckt dich? Es ist dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein. Da haben wir die Vergangenheit. Die Vergangenheit und eine Person, die du schon länger kennst. Das Festhalten. Neue Gespräche, neue Streitigkeiten, neue Zweifel. Für einige anderen kann der Bär auch für einen Chef stehen. Ein Chef hier mit dem Anker zusammen. Eine Arbeit, die man schon sehr lange hat. Da gibt es auch immer wieder neue Diskussionen. Das ist ja das, was dich schreckt. Für einige anderen, wie gesagt, kann das sein, dass das eine ältere männliche Person ist aus der Vergangenheit, also jemand, den du schon lange kennst, der an dir festhält. Gibt das immer wieder neue Diskussionen. Er sagt dir das immer wieder. Ja, das ist aber das, was dich schreckt. Was treibt dich nach vorne, Steinbock? Da haben wir die weibliche Energie. Da haben wir Hoffnung, Sehnsüchte, etwas, was langsam vorangeht, was Gefühle oder Finanzen angeht, also Sicherheit in den Finanzen. Das sollte nicht lange dauern. Das Klee ist ja 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Also wenn du Gelder erwartest, dann sollte das in dem Zeitraum auf dich zukommen. Finanzieller Fluss innerhalb dieser kurzen Zeit. Für einige kann das auch sein, dass sie ein bisschen Fernweh haben. Ja, mal raus müssen. So ein Kurztrip, Urlaub oder so. Ja, was bleibt dir, lieber Steinbock? Das ist eine ganze Menge da. Wollen wir mal gucken. Da haben wir wieder die weibliche Energie. Und die Zukunft. Die Zukunft. Da haben wir hier
Viel Unruhen, viele Gespräche mit vielen Leuten, klare Gespräche auch. Da ist man nicht authentisch. Also das sind andere Leute auch. Es kann Familie sein, Nachbarn, Internet. Ja. Ein bisschen ja, aufregende Gespräche. Aber man ist da auch nicht authentisch, ne? Also man ist da, ne, weil hier sind da auch mangelndes Vertrauen. Wir haben den Fuchs ja, also man muss auch nicht immer alles glauben, was da erzählt wird, weil wir hier auch das Geheimnis haben, das Verborgene. Also das wird in Zukunft, das bleibt dir erhalten. Viel Gelaber von anderen Leuten, falsches Zeug, auch Listigkeiten, also Hinterlistigkeiten. Aber du hast da den Durchblick. Da ist hier Klarsicht. Ne? Das weißt du auch. Ne? Und das ist so hier. Das geht da rein, da raus. Ne? Das schon. Ängste, also tief sitzende Ängste vor dem Gelaber da. Also das willst du auch nicht mehr hören irgendwie. Aber das bleibt dir auch erhalten. Was bringt dir denn die Zukunft? Gucken wir mal. Eine Entscheidung. In der Zukunft wirst du eine Entscheidung treffen. Da ist die Brücke, über die man geht. Haben wir Heilung. Ja, also gesundheitlich. Es kann für einige sein, dass eine Operation ansteht. Jetzt im Winter noch. Aber da sind die Heilungschancen gut. Also da ist Frieden und Harmonie drin. Ne? Das kann ein gesundheitliches Thema sein, wie gesagt. Eine OP wäre möglich. Ja, da könntest du dich wirklich zu entscheiden, diesen Winter noch. Ja, was anderes kriege ich da nicht so rein. Also für einige kann das sein. Und was zwingt dich zu Boden, lieber Steinbock? Gucken wir mal. Wo kommen denn hier? Wieder viele Gespräche. Viele Gespräche. Da haben wir Freundschaften. Gute Freundschaften, Gedanken, Gespräche, Einladung, Dates, Vorwärtsbewegung. Vertrauen ist das. Wir hatten ja da oben auch das Fundament. Da, ne? Ja. Die zweite Position, was dich schreckt. Ja. Das kann natürlich auch ein Brief, also eine Einladung sein, eine gut gemeinte Einladung. Da denkt jemand drüber nach, also zu schreiben. Es ist auch Treffen mit Freunden, also glücklich sein. Da die Unklarheiten, das löst sich auf. Also wenn sich das um anwaltliche Post handelt, dann löst sich das auf in der Zukunft. Das wird gut. Da hast du auch einen Freund und einen Helfer. Ansonsten sind das sehr gute Freundschaften. Ne? Schnelle Fortbewegung, schnelle Nachrichten. Es kann auch soziale Netzwerke sein. Ne? Man überlegt sich, was man da sagt. Also das ist Respekt und Achtung. Das geht da gut nach vorne. Ja, der Spruch der Zigeuner für den Steinbock zum Jahreswechsel.